Willkommen, meine Damen und Herren, bei Max Payne 3 mal wieder. Heute wieder dabei. Leute. Ja, KC. KC. Und E3. Ja, der Anlass zu diesem überraschenden Video ist das lokale Gerechtigkeit DLC-Pack. Ja, DLC-Pack mit 3 Maps, einer neuen Fraktion und einer neuen Waffe und neuen Perks. Und ja, wollten wir euch ein bisschen zeigen, die neuen Maps halt, die spielen wir Deathmatch, privat und ja, ohne viel Gequatsche, legen wir jetzt einfach los, okay? Jo. Ja, die erste Map ist das Imperial Palace Hotel, das kennen bestimmt, wenn Leute die Story gezockt haben, kennt ihr das? Da, wo Max Payne alles kaputt macht und der Türke im Schnurrbart da ist und Passhaus kommt und ach ja, die ganze, wo sich alles zuspitzt. Spoiler doch nicht alles, Mann. Ja, echt, Mann. Schiff gar nicht. Ja, ja toll, wenn die nicht die Story spielen vorher, bevor Multiplayer hier selber steht. Ne? Ich habe ja extra die gut, ich habe Passwort gesagt. Scheiße. Egal. Egal, legen wir einfach los. Jo. Ich guck ernst, aber ich grinse. So. So, wie gefällt denn euch das DLC so? Ja. Verdammt. Ja, ziemlich cool, ne? Ja. Mhm. Also das Beste ist ja eigentlich an dem Pack, wenn man die neue Fraktion hat, ist der Charakter Max Payne, wie ihr jetzt im Bild sehen könnt, weil ich ja 3 abgeknallt habe, von vornherein verfügbar. Das heißt, ihr könnt, anstatt dass ihr Level 50 sein müsst, einfach Max Payne als normalen Charakter auswählen. Oh, fuck. Ach, und das Sam Lake DLC ist ja auch, oder kam das ja dafür? Ja, Classic Character. Ich separat damit raus und noch 2 Perks. Einmal irgendwas mit Waffenschaden, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Und ja, dann noch, dass man Leute schneller plündern kann. Das ist ziemlich nützlich. Das dauert dann irgendwie nur noch eine Sekunde statt 5 oder so. Das ist ziemlich cool. Ich habe dich gesehen. Und noch wieder Headshot, Perk, wo man halt, wo der Charakter halt auf dem ersten Level eine Rauchgranate wirft, auf dem zweiten, glaube ich, eine Blendrauchgranate und beim dritten weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall kann man dann schnell abhauen oder so, wenn man in der Zwickmühle ist. Jo, und als Tipp, wenn ihr alle DLCs auf einmal so haben wollt, könnt ihr euch für 30 Euro den Rockstar Season Pass kaufen, der zudem noch, welche, also von dem man nicht von vornherein weiß, sharebar ist, also man kann es mit einem Freund sharen. Und bis zu 2 Accounts mit dem Rockstar Season Pass aktivieren. Das heißt, 2 Leute können dann alle DLCs kostenlos runterladen. Schnieke, wa? Ja, früher konnten es 5 Leute, ne? Ja, stimmt. Das war viel cooler. Naja, Kapitalismus, ne? Ja, was will man machen? Boah, der Desert Eagle sitzt so überpowered. Boah, fick dich, Mann. Warum soll ich den Deckel? Mittlerweile Level 40. Wie bitte? Ah ja, E3, ich hab gesagt, du bist mittlerweile Level 40 und ja, zeigt das hier ein bisschen besser Ziegel und so. Ja, zeig mir das gerade. Der mich immer wegfetzt, ne? Oh man, ich hab noch gar keinen Punkt. Egal, du spielst also, ich tu mich sowieso nicht so anstrengen, damit halt E3 die ganze Zeit stirbt. Die wollte die ganze Zeit sehen, wie einer stirbt. Ja, tut mir leid, ich hab ihn jetzt aber schon die ganze Zeit abgeknallt. Oh, jedes Mal gibt er mir einen Headshot. Er hat jetzt 4-mal getötet, hat mir 4 Headies gegeben, ne? Ja, ich muss doch dem Publikum auch was zeigen hier. Was zeigen? Also, Imperial Palace Hotel, ja, ist cool. Nee, hau ab. Ja. Aber dann haben wir mal den Dings. Danach kommt die geilste Map. So. Welche Map? Headshot, Mann. Welche Map? Bataillon 55 ist Hauptquartier-Dingens. Ah, ist ja voll schwul eigentlich. Was ist schwul? Was? Nichts? Hä? Hat jemand was gesagt? Hä? Ja, du. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Pass me your gun. Ach, und es gibt da Silber im neuen DLC. Den coolsten Charakter im Spiel. Jetzt zufällig aussieht wie du. Ja. Ja, ich seh nicht aus wie Darth Silber. Irgendwann, boah, ne? Wow. Oh, scheiße. Ach, na komm, ist der so overpowered. Ja, das ist die einzige Waffe, die man braucht. Fertig. Uzi, komm her. Ach, ja. Ich war da, ne? Aber du warst irgendwie nicht mehr da. Ey, er ist voll am Cheaten, er bewegt sich voll schnell. Ob er Fulltime hat. Uzi. Uzi? Ja. Er hat keine Weste an hier.
Nee, ich meine im Bullet-Time-Modus, obwohl, ich war ja im Bullet-Time, müsste er voll langsam sein, aber er war total badass fix. Du scheiß Camper, das ist... Scheiße! Oh Mann, das ist ja wohl. Alter, der sagt Eagles, ne? Ja, du hast auch keine Weste an, ey, selbst schuld. Wie, ich hab eine Weste an, die sieht man nur nicht. Ach so. Hä, da war kein Scheiß, Mann. Ich hab schon den coolen Mag aus der Story, Mann. Da brauch ich keine Weste. Oh, nee. Soll ich euch mal was sagen? Ich hab die schwere Weste an, nur sieht man die nicht. Ja? Ja. Du bist ja auch ein Cheater, ne? Guck mal, ich hier, ne? Hab leichte Ausrüstung, nur eine M19, ohne Schadensverbesserung und so. Ja, schieß doch auf den Kopf, Katze. Ja. Okay. Maybe they just lost their edge. Ja, campt er da hinten. Ich camp gar nicht. Lass mich in Ruhe. Du bist ein Camper. Weißt du was? Du kriegst es gleich zurück. Ja, krieg gleich zurück. Wo bist du, hä? Wo bist du? Schon wieder weg. Arsch. Wo ist es hier unten? Wo ist es hier unten, ey? Du auch. Ja, guck. Boom. Scheiße. Ich, war er drei da? Ja. Nö. Ich hab nichts gesehen, verdammt. Ich sehe immer noch nichts. Ah! Ist er drei? Na! Oh Mann, ey. Aber diesmal hast du mir nur ins Bein geschossen. Echt? Wurdest du geblendet? Ja. Wenn du es mal bei der Aufnahme guckst, mal, wenn ich es hochgeladen habe, dann habe ich dir direkt in den Kopf geschossen. Nee, bei mir wurde nur das Bein angegriffen. Vielleicht hab ich dir in den Kopf geschossen. Oder ein Bein. Jawohl. Ey! Ach Mann! Was? Wo sie auf meinen Kill zu klauen! Jetzt hat Bruce mir die Beine zur Chance nehmen. Oh! Sandex schafft es immer. Wie er immer lacht, Mann, das tut mich total, ey, total irritieren. Oh, jetzt Doppelkopfschuss, oh Mann. Oh, das sieht so gut in der Aufnahme aus, Mann. Das müssen wir jetzt aufladen. Aufladen, Alter. Aufladen. Hochladen. Idiot, was meinst du, was wir gerade machen? Wir spielen nicht Ringepiez mit anfassen. Oh Mann. Mit anfassen. Das sollen wir hochladen. Wir nehmen gerade auf. Es ist extra der Grund dafür. Bruce hat extra noch so eine fette Ansprache gehalten. Dann so, oh, das sollen wir hochladen. Nee, ich nehme gerade mal eine Ansprache, Mann. Ach so. Oh fuck. Ja, guck, ich benutze hier richtige Waffen und nicht so einen scheiß Schieder wie hinter mir, den ich jetzt abgeboxt werde. Guck, bist tot? Nur. Verdammt. Okay, ich glaube. Ich glaube, ich muss jetzt langsam mal eine richtige Waffe benutzen, so. Oh. Ich sehe sonst nämlich ziemlich alt aus. Mit Bart und so, ne? Ja, so mit Bart. Und Glatz. Ich glaube, bei unserem, also nicht bei dem McPain-Video, sondern bei unserem irgendwann nächsten Video nehmen wir noch einen Gastkommentator damit. Hä? Wen denn? Pauli. Pauli, ja. Nee, ich lade den Live-Nerd mal ein. Live-Nerd, ja. Also ich mach ja das hier, aber das ist zu wenig Wald. Nee, ich mach's nicht eigentlich. Nee, ist nicht so mein Ding. So, jetzt nehme ich mal das M4 Sturmgewehr. Ich weiß nicht mehr, wie der Live-Net heißt, ich habe keine Ahnung, was du erzählt hast, oder kein Dings. Ihr kennt doch normale Nerds, ne? Die ganze Zeit, also wie wir sind, ne? Es gibt auch Leute, die sind Nerds, die nach draußen gehen, ne? Das sind aber dann. Also, die sind Nerds von Bäumen und was weiß ich hier, ne? Und, oh. Also, Busch-Scheiße nennt man die, oder? Busch-Scheiße. Ey, Leute, war die schon mal campen? So, mit Freunden oder so? Ich war schon mal wichsen, Alter. Oh, Mann, ey, aber trotzdem der Typ, ey. Au, verdammt, warum bin ich auf den Rücken gefallen? Ich bin einfach nur, ich hab nur eine Rolle gemacht und auf den Rücken geflogen. Ja, da. Auf jeden Fall, wenn man nicht. Diese schönen Gold drauf. Gold, ja, Level 10. Die Beine zerschossen hier. Jetzt R3, bleib im Bild. Nö. Ach, verdammt, hier ist ja gar kein Dach. Die Kamera liebt nicht, ich liebe sie aber nicht. Hä, wo bist du? Scores would be safe. R3, weißt du, musst du der Kamera flirten, ey. So. So, ja. Hey, Kamera, ey, sieh mich an. Oh. Na, Kamera, bist du vom Himmel gefallen? Soll ich dir mal meine Prinzenrolle zeigen? Ey! Nein, man muss nicht, ich wollte gerade Granate hier. Jetzt haut er ab, ey. Geht noch. Ah ja, jetzt hängt er ganz gut. Aus ist dein Versteck.
Frucht. Hallo, er. Ja, hör auf zu campen, Mann. Ah. Ja, das hab ich der Meine gesagt. Warum campst du da hinten? Er campt da hinten. Ah. So ein Arsch, weißt du das? Camper, ey. Du bist so ein Camper. Oh, Camper, Camper. Da, Esser. Töt ihn. Guck, du hast keine Skills, ne? 1 gegen 1, jeder ratzt dich weg. Ich war angeschossen, das zählt nicht. Boah. Okay. Wow, wow, ey, das war unfair jetzt. Du hast angeschossen. Nur weil ich Alan Wake exklusiv für Xbox 360 gemacht habe. Komm! Hier! Bleib stehen! Oh, jetzt kämpft er schon wieder. Ich werd wahnsinnig. Töte ihn, der 3, töte ihn! Jetzt fang ich an! Aber das Selbstmord machen! Ah, herrlich! Komm, ich bin komm. Nein, oh. Mein Name ist Sam Lake und ich bin Drehbuchautor. Und du hast einen kleinen Penis. Haben wir jetzt auch schon mal erwähnt, dass Sam Lake seine Sachen bei H&M gekauft hat? Ja. Ey, ja. Alle Sachen, die Max Payne tragen und Alan Wake, falls ihr das Spiel auch kennt, wurden bei H&M gekauft. Diese ganz geilen Sachen, Sachen, nur bei H&M. Boah, ja. Cool guys, don't look in the clothes. Verdammt. Scheiße. Kann ich durch so ein Stück Holz durchschießen? Ja, aber in seinen Kopf. Naja, scheiß drauf. Hat die Granate nicht noch erwischt? Nee. Oh, explodiert. Ich hab drauf geschossen. Ja, ohne Scheiß. Ja, ist explodiert. Oh. Hast du auch M4 genommen? Was? M4 hast du auch genommen? Ja, oder was hast du gesagt. Achso. Wo ich die ganze Zeit mit der M19 gestorben bin, weil ich die ja so Standard hatte und der 3 ja im Moment hier seine Scheißwaffe ausbricht. Was denn? Das ist alles ein Skill, was ich hier mache. Skill, Mann, du brauchst nur 2 Schuss, dann bin ich tot, Alter. Ich schieß auch immer schon gerne im Kopf hier, also. Und du hast eine schwere Weste, also heul mal nicht so rum, ne? Ja, aber man sieht die nicht. Ja, echt, guck mal. Nicht erwähnen von dem. Das heult doch nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Oh. Das ist dann wirklich viel zu cool für schwere Westen. Ich muss mal kurz einmal so cool sein. Ne? Stefan, die haben alles für mich kein 1 gekauft bei Dings, auf die Knarren und so. Ne, bei H&M, ja, ist klar. Ja, ja, ich habe einmal die Jacke da, dann noch das Hemd, die Pistole und die Schrotflinte, die hätte ich euren Augen. Oh, ja. Wollen Sie es so mitnehmen? So, dann fehlt eigentlich nur auf die Noten, ne? Ah, du! Selbstmord-Updater! Oh. Oh, Mann, ey. Alter, das FBI, wenn die das Video gesehen haben, die suchen dich. Ja. Hey, eins gegen eins. Au. Jetzt hast du mich. Nur mit 2 Schuss, obwohl ich eine schwere Weste anhabe. Ja. Nein! Wo ist der Selbstmord? Betrayer ist wieder da. Hallo, ich bin Sam Lake. Ich bin über 40 Jahre alt. Ich habe englische Literatur studiert und bin bei Max Payne 3. Bäm, in der Luft. Ja. Nein, ich bin bei elitepartner.de zu finden. Ja, das ist Sam Lake, ne? Ja, englische Literatur. Wusstet ihr, dass Edgar Allan Poe im Jahre 1800 mal gesagt hat, nichts ist poetischer als der Tod einer Frau? Und nein. Das war meine Inspiration für Max Payne. Scheiße! Warum bist du... Nein! Oh fuck, ey, er war die ganze Zeit hinter mir. Diese blöden Selbstmordattentäter. Ich wusste an Eric Lobster gewesen. Eric Lobster. Aua. Eric Lobster? Ah, finde die geil schon cool. Stirb! Ey! Ich glaube, irgendwann treten die echt mal eine Tür ein, ne? Ja. Nein, hast du gesehen, wie ich hängen geblieben bin, ey? Aber da. Hängen geblieben! Hängen geblieben! Geh mal raus hier, du bist hängen geblieben! Hängen geblieben! Oh, Bruce, der selbst ein Fehler ist. Oh, der hat gleich gesehen, Mann! Ich hab nur Rauch gesehen und dann hab ich nur rotes Blinken gesehen und dann bin ich tot. Ah, ja. Bist so ein Lauch, Mann. Lalalalalalalala. Komm her, 3, hier! Au, 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 au! Er hat sich erschossen und OLF 11 geschossen, Mann, cool. Ach, also hier würde ich auch Urlaub machen in diesem Hotel, das finde ich sehr schön hier. Ja, das hat schon die Klasse, ja. Serrano hat ja auch Urlaub gemacht. Ja, Carajo! Carajo!
Also ich komme über den Zerrahmenschinken von Karajo. Karajo heißt Penis, ganz komisch. Also das normale Wort, aber das kann man so wie das englische Wort Fuck überall einsetzen. So, ah, Karajo! Und ja, bam, weißt du, dann offenbar du bist ein Penner, du Scheiße. Du hast mein Brötchen geklaut, Karajo halt, ne? Ich sag lieber Filo da Puta. Normale Piraten wir. Toll, jetzt finde ich meinen ersten Platz. Echt, Mann, du kannst keinen Gegner töten, den du nicht sehen kannst. Ja, hör auf Max Payne, hör auf mich! Nein! Verdammt. Russ, ich hab dich gesehen. Auf der Karte. Wow. Ich bin mal sowas am Tag vorbei. Oh, oh. Oh. Da! Karajo! Bleib da! Nein! Oh! Du Lauch! Du Lauch! Du Lauch! Du Arsch! Warum verkacken die mal mit dem Attentat, Mann? Pass doch auf! Toll! Nein! Ich bin voll geflogen, ey! Oh, Scheiße! Im Gegensatz zu einem echten Selbstmordattentat an Tätern machst du nur einen Kill mit einem Selbstmordattentat. Yeah! Winning! Verloren! Tja, Hunger. Leute, wie immer ich. Hm. Warum wie immer? In den letzten drei Videos habe ich. Oh, eine Gold, andere nicht. Mhm. Guck mal, ich hab dir voll das Gesicht weggeballert, Junge. Andere nicht. So, das hier war jetzt das Imperial Palace Hotel. Mit vielen dummen nächstes Gelaber im Hintergrund. Das stimmt gar nicht, genau. Und als nächstes kommt Bataillon 55, das Hauptquartier Dingens da. Ja, Ding ist auch da. Da musst Dingens. Du drei Bäcker nehmen, Mann. Ja. Okay, dann. Dann nehme ich mal das Silber, okay? Okay, und ich nehme Max Payne. Ich nehme auch Sam Lake. Wie, du nimmst auch noch Sam Lake? Da also, passt überall rein. Dann seht ihr gleich das 55 Bataillon mit R3 als Bäcker, Brucey als das Silber und ich als irgend so ein Typ, scheißegal. Scheißegal, ne? Einfach so ein Magger. Jo. Okay, bis gleich. Haut rein. HC, willst du mich auch Tschüss sagen? Oh, ich hab schon getrunken. Tschüss.